Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hotel Dusk Room 215, wo wir uns in der letzten Folge mit Louis verbündet haben, nachdem wir einiges über seine Vergangenheit und unsere Vergangenheit und vor allem die Vergangenheit von Bradley erfahren haben, der wohl Danny, Louis Freund, damals erschossen hat. Also als Vermittler und verdeckter Ermittler für die Polizei bei Nile gearbeitet hat. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Geschichtsstränge verdichten sich immer mehr. Und ja, wir haben ja auch noch Mila mit ihrem Armband, mit der wir vielleicht reden können, aber erst ab 20 Uhr leider. Das heißt, wir müssen noch eine Stunde rumschlagen. Und ich bin gespannt, was da noch so passiert. Es ist der 28. Dezember 1979. Und wir sind auf unserem Zimmer. So, ja. Nächste Aufgabe wäre doch eigentlich... Nun, gute Frage. Telefon gehen wäre die nächste Aufgabe erstmal. Was? Ah, das Telefon. Was denn jetzt hier los? Das Telefon klingelt. Rachel. Kyle? Carl? Rachel? Was gibt's? Sag mal, wer ist eigentlich Bradley? Was? Nach dem Gespräch mit dir habe ich Ed mit sich selbst reden gehört. Obwohl Murmeln trifft die Sache besser. Er sagte irgendwas von die Suche nach Bradley aufgeben oder so. Jetzt sag schon, Carl. Wer ist dieser Bradley? Kannst dir nicht sagen. Ich kann es dir im Moment einfach nicht sagen. Na gut, verstanden. Vielleicht ein anderes Mal. Danke. Sag mal, ist Ed da? Kannst du mich kurz durchstellen? Tut mir leid, er ist im Moment nicht da. Schon klar. Kann er mich vielleicht anpiepen, wenn er wieder da ist? Wie viel der Kerl unterwegs ist? Ich sag's ihm, pass auf dich auf. Aber was wollen wir jetzt auch schon wieder von ihm? Vielleicht hat er recht. Meine Suche nach Bradley ist völlig umsonst. Na, aber jetzt, wo sich die Stränge verdichten, willst du aufgeben? Und ich suche nur noch, weil ich sonst nichts wüsste, was ich tun sollte. Außer natürlich erstmal diesen miesen Job an den Nagel hängen. So, Aufgabe wäre eventuell... Ach verdammt, ich bin wirklich hungrig. Essen gehen, okay. Wir gehen essen. Schätze, ich sehe mal nach, was es in diesem Luxusrestaurant unten gibt. Naja, Rosa soll ja eine sehr, sehr gute Köchin sein, angeblich. Da wird schon was finden. Oh, der Vater des Jahres mit Melissa. Na, wen haben wir denn da? Bin hier sehr gespannt, wie der Kerl so drauf ist, wenn wir uns wirklich mal unterhalten. Frage mich, worüber die wohl reden. Melissa. Sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede, Fräulein. Was machst du beim Essen nur für Sachen? Aber, nichts aber. Papa, komme nicht auf die Tour. Ich habe genug von dieser Diskussion. Sei still und tu, was man dir sagt. Wow. Und es reicht mir auch mit deinen Ausreden, ist das klar? Ich will keine dummen Entschuldigungen mehr hören. Boah, du bist ein super Vater. Instant das Bedürfnis, ihm eine zu kleben, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt zurück auf unser Zimmer, ich bin ein paar Minuten bei dir. Papa! Papa, ich hasse dich! No, hey! Alles in Ordnung? Warum so wütend, Kleiner? Was ist denn los? Nichts. Du kannst ja richtig laut werden. Ja, ich kann laut werden und...
Willst du mich jetzt etwa auch anbrüllen? Melissa dreht sich um und rennt die Treppe hoch. Na, super. Melissa? Hey. Ja? Alter Job, was? Kinder erziehen, meine ich. Oh ja, manchmal schon. Tut mir leid, dass sie das mit ansehen mussten. Tut mir leid, dass sie so einen Vater wie dich hat. Das muss manchmal sein. Ja, aber nicht so. An ihrer Stelle würde ich mich gewaltig schämen. Wissen Sie das? Wie mein? Denken Sie denn, Schreierei ist der einzige Weg, Kinder zum Zuhören zu bringen? Wenn Sie so weitermachen, hat sie irgendwann gar nicht mehr zu. Hab ich recht? Wie bemerkenswert. Ein Wildfremder, der mir Ratschläge zur Kindererziehung erteilt. Darf ich Sie fragen, ob Sie denn auch Kinder haben? Sie machen wohl Witze. Und sind Sie verheiratet? Warum sollte ich? Verstehe. Wie heißen Sie? Ach ja, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Es kommt vielleicht ein wenig spät, aber ich sollte mich wohl vorstellen. Mein Name ist Kevin Woodward. Hab dich auf meiner Liste, Kevin. Ich bin Chirurg am Robins Memorial Hospital in Santa Monica. Du denkst jetzt nur, weil ich keine Kinder habe, kann ich nicht beurteilen, ob man Kinder anschreien sollte oder nicht? Ich war vielleicht selbst mal ein Kind, ich habe genug andere Kinder erlebt und Freunde gehabt, die auch mal Kinder waren und Freunde, die auch Kinder haben. Man trifft ja im Leben auch sehr viel auf Kinder und ihre Eltern. Man kann dir definitiv sagen, dass Anschreien nie das Beste ist. So, Kevin Woodward, netter Name. Karl-Heinz, ich bin Vertreter für Red Crown. Karl-Heinz? Ja? Karl-Heinz. Interessant. Und jetzt? Sie mögen meinen Namen? Oh ja, schon, aber was soll das heißen? Nebenbei erwähnt, Mr. Karl-Heinz. Ich glaube, Sie hatten schon das Vergnügen mit meiner Tochter, Melissa. Würden Sie mir verraten, worüber Sie mit ihr geredet haben? Wir haben nur ein wenig geredet, nichts Wichtiges. Verstehe. Nun, keine Fragen. Ja, schön. Tut mir leid, ich muss jetzt weg. Ich glaube, es ist schon besser, wenn ich nicht zu viel Zeit mit dem Kerl verbringe. Der macht mich nur aggro. Einen Moment. Das hat Kevin gesagt. Ich glaube, Sie hatten schon das Vergnügen mit meiner Tochter Melissa. Würden Sie mir verraten, worüber Sie mit ihr gesprochen haben? Ich frage mich, worüber Kevin sich solche Gedanken macht. Also soll ich doch nochmal mit ihm sprechen? Haben Sie einen Augenblick Zeit? Worum geht es? Machen Sie sich um Melissa Sorgen? Also spricht ein fremder Mann mit seiner Tochter. Da würde ich mir auch Sorgen machen erstmal. Sie machen sich Sorgen über etwas, was Melissa mir gesagt hat? Oder vielleicht nur darüber, was sie eventuell verraten hat? Welch dunkles Geheimnis hast du denn, mein Herr? Nun, ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht über ihre Mutter geredet haben. Aber es ist kein Problem, wenn sie über nichts Besonderes geredet haben. Warum fragen sie nach ihrer Mutter? Wieso fragen sie nach ihrer Mutter? Wenn Melissa nichts gesagt hat, dann muss ich mir ja keine Gedanken machen. Sie hat mir gesagt, dass ihre Mutter nicht nach Hause kann. Ist es das? Also hat sie tatsächlich darüber geredet. Und ob? Sie hat auch erzählt, dass sie zu einem Besuch bei ihrer Mutter mitnehmen. Sollte das auch ein Geheimnis bleiben? Nein, nichts dergleichen. Es ist nur... Nur was? Wollen Sie nicht einfach Ihren Satz beenden? Sie wissen doch, jede Familie hat ihre eigenen Schwierigkeiten. Melissa ist nur ein Kind. Messen Sie Ihren Worten nicht zu viel Gewicht bei.
Es tut mir leid, wenn ich sie aufgehalten habe. Sie werden mich jetzt entschuldigen. Kevin verlässt den Raum. Ich habe hier die ganze Zeit schon so einen richtig, richtig bösen Gedanken im Kopf, was sie, ihre Mutter und so angeht. Dass die Mutter vielleicht tot ist und der Vater jetzt mit seiner Tochter Selbstmord begehen möchte oder so, um auch im Himmel zu sein bei der Mutter. Ich weiß nicht, warum ich auf sowas komme. Aber das war so das Erste, was mir in den Sinn kam, als wir darüber gesprochen haben. Einen Moment. Was hat Kevin gesagt? Karl-Heinz. Interessant. Irgendwas an meinem Namen hat Kevin aufhorchen lassen. Ja, weil wir mit seiner Tochter geredet haben, würde ich doch sagen. Er ist wieder auf sein Zimmer. Oh Gott, welches Zimmer war das denn? Ich muss kurz in das Inventar gucken. Kevin. Good word. 219. Dort. Macht wohl keiner auf. Okay, dann halt nicht. Dann muss ich Kevin später nach dem fragen, warum er so aufgehorcht hat bei meinem Namen. Dann wird jetzt erstmal gegessen, würde ich behaupten. Ah, Louis. Guten Abend, der Herr. Willkommen im Moonlight Grill. Mir gefällt der Herr. Gib dem Ganzen so einen angenehmen Klang. Komm schon, das ist nicht witzig. Und ich mache hier nur meinen Job. Du machst also den Empfang in diesem Restaurant? Hab's dir doch gesagt. Dunning ist ein totaler Sklaventreiber. Und zu allem Überfluss muss ich mich auch noch um die Bar kümmern. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist der Tisch gedeckt. Um die Bar würde ich mich gern kümmern. Ganz ehrlich. Ich weiß nur nicht, ob am nächsten Tag noch was übrig wäre. Die Tagesspezialität ist heute fettes Steak mit irgendeiner Knoblauchpampe. Nettes Umschreiben. Ein Steak könnte ich jetzt gut vertragen. Wie ist denn das Essen hier überhaupt? Besser als du denkst. Rosa schwafelt unglaublich viel, aber kochen kann sie auf jeden Fall. Also gut, ich nehme das Steak. Dazu Kartoffeln und ein Ei, ja? Bratkartoffeln und das Ei gebraten, okay? Verdammt, das klingt gut. Ich bin eben hungrig. Moment, ich muss dich was fragen, bevor ich es vergesse. Alles in Ordnung mit deinem Zimmer? Keine Klagen? Klagen? Ja, Lampe brennt nicht, Wasserhahn tropft, Ratten oder irgendwas. Ratten? Warum denn Ratten? Jetzt musst du mir doch sorgen, Louis. Keine Klagen, alles erste Klasse. Wunderbar, freut mich zu hören. Einige Zimmer im zweiten Stock sind ziemlich heruntergekommen. Dunning lässt schon seit 6 Monaten niemanden dort übernachten. 6 Monate? Seit der andere Karl-Heinz hier war? Welche Zimmer sind das? Sag mal. Seit 6 Monaten? Ihr habt Zimmer, die schon seit 6 Monaten nicht vermietet werden? Ja, total heruntergekommene Zimmer, aber Dunning lässt sie nicht reparieren. Sagt, das wäre nur Geldverschwendung. Der Typ ist ein echter Geizkragen. Welche Zimmer waren das eigentlich? Lass mich nachdenken. 217, 220 und 218. 217, das war das Zimmer, in dem der unser... Naja, ihm Bild praktisch übernachtet hat. 3 Zimmer werden also nicht verwendet. Das sollte ich mir besser aufschreiben, sonst vergesse ich es noch. Oh Gott, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. 220? 217, 220? M 217 200 oh Gott 18 glaube ich und 220 so erstmal notiert. Was schreibst du denn da? Na, ich notiere mir die Zimmer, Junge.
Also Zimmer 217 wird im Moment nicht verwendet. Korrekt, ist schon seit 6 Monaten nicht mehr vermietet worden. Im Ernst? So, seit 6 Monaten. Wieso lässt jemand ein Hotelzimmer so lange leer stehen? Was ist denn? Ich kenne das Zimmer. Da hat der Typ mit meinem Namen übernachtet. Was, echt? Woher weißt du denn das schon wieder? Ich habe mir das Gästeregister angesehen. Was? Und wie hast du das wieder angestellt? Bin in dein Ex-Büro eingebrochen. Das meinst du nicht ernst? Du bist ins Büro vom Alten eingestiegen? Was hat dich denn auf die Idee gebracht? Ich schätze, der Typ mit meinem Namen war Bradley. Ja, komm, hör auf. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ist nur so ein Gefühl, aber mein Gefühl drückt mich selten. Aber warum weiß denn Louis nichts davon? War er nicht da? Ja, Bradley kann doch nicht an ihm vorbeigeschlichen sein. Er weiß doch, wie er aussieht. Kann schon sein, aber selbst wenn du recht hast, was bringt das? Du kannst im Hotel nicht einfach machen, was du willst. Spurensuche ist ja schön und gut, aber das ist totaler Wahnsinn. Du bist kein Bulle mehr, du kannst nicht mehr nach Belieben Türen eintreten. Wenn du dann das rausfindet, wird es ganz schön ausflippen, ja. Wenn du irgendwas über den Laden hier wissen musst, dann frag besser mich. Hast du das verstanden? Schon klar, aber vorher konnte ich das ja nicht. Wir sind erst seit der letzten Folge im Team. Und ich habe auch gleich einen Auftrag für dich. Verschaff mir Zugang zu Zimmer 217. Was? Ich will mich da eben mal umsehen. Umsehen, ist das euer Bullenjargon? Na gut, Mann, ich sehe mal, was sich machen lässt. Dann sperrt die Schlüssel immer weg. Es könnte also eine Weile dauern. Aber keine Sorge, ich weiß, wie man die Sachen von anderen Leuten rankommt. Also gut, ich zähle auf dich. Oh, wenn er erwischt wird, wird er doch gefeuert. Noch eine krumme Sache und er fliegt. Naja, wahrscheinlich ist es ihm das einfach wert. Immerhin geht es darum, den Mörder an seinem besten Freund zu finden. Wo ist die Bar? Also gut, wo ist die Bar? Geh einfach geradeaus, den Korridor runter, kannst sie nicht verfehlen. Heißt Seven Stars. Das Schild kannst du nicht übersehen. Die Bar öffnet um 9. Sollen wir nachher zusammen einen trinken? Mal sehen, habt ihr einen ordentlichen Bourbon? Klar, vom Trinken versteht Dunning etwas. Ich kann dir versichern, dass die Bar bestens ausgestattet ist. Wir haben da ein paar nette Sachen aus Kentucky, die nur auf dich warten. Klingt gut. Das kann man wohl sagen, würde mich echt freuen, wenn du kommst. Das Restaurant ist weiter hinten, gleich um die Ecke. In der Mitte ist ein Tisch frei, setz dich ganz einfach dahin. Verstanden. Ja, es gibt Essen. Ich habe auch Hunger. Aber mein Essen dauert noch ein bisschen. So, hier ist die Küche. Das ist die Seven Stars. Oh, eine Dame. Ach, die Dame. Die meinte, sie kann einfach 3 Zimmer belegen. Nun. Irgendein Star wird sie wohl sein. Muss ich zumindest vermuten. Warum lässt man uns 3 Zimmer um sich herum einfach frei stehen? Du stehst mir im Weg, Frau. Was will die Prinzessin denn jetzt? Ah. Hey. Was ist los? Oh, Mr. Karl-Heinz, haben Sie mich erschreckt. Sie sind ja ganz in Gedanken versunken. Woran denken Sie denn? Sie haben mich gar nicht kommen gehört, oder? Oh, es tut mir leid. Es ist etwas Schreckliches geschehen und ich bin so deprimiert. Darf ich Sie etwas fragen? Deprimiert? Sie? Was ist? Sie sind deprimiert? Allerdings. Sie wollen mir erzählen, dass Sie deprimiert sind? Natürlich bin ich das. Es gibt es Deprimierenderes, als zu hören, dass man nicht gemocht wird. Okay, sie hat mich zufällig belauscht, als ich über sie gehetzt habe. Oh oh. Ach, sie ist Iris, okay. Es ist unglaublich, was sie zu mir gesagt hat. Sie hat gesagt, sie hasst mich. Und dass ich mich verziehen soll. Unvorstellbar. Melissa? Wer sagt, dass sie hasst?
Jemand hat ihnen gesagt, dass er sie nicht mag? Ja, und das ist mir noch nie passiert. Wow. Puh, okay, Frau hat noch nie gehört bekommen, dass jemand sie nicht mag. Ernsthaft? Die sitzt wirklich auf so einer Wolke, oder? Und blickt von oben auf alle herab. Es war ein unglaublicher Schock. Und alles nur wegen dieses schrecklichen Kindes. Ich werde es wohl nie vergessen. Welches schreckliche Kind? Wovon reden Sie? Na, das habe ich doch gesagt. Es ist alles nur wegen dieses Mädchens, Melissa. Sag ich doch. Haben Sie auf dem Weg hier ein kleines Mädchen gesehen? Meinen Sie Melissa? Ein junges Mädchen, meinen Sie vielleicht Melissa? So heißt sie, Melissa? Ja. Was hat dieses Mädchen Ihnen denn getan? Ich wollte sie nur einmal ansprechen, mehr nicht. Glauben Sie mir. Und auf einmal wirft sie ihre Puppe nach mir und läuft weg. So habe ich Melissa aber nicht kennengelernt, wenn ich ehrlich bin. Dass sie einfach Leute bewirft. Sie hat ihre Puppe geworfen? Aber wieso hat sie ihre Puppe nach ihnen geworfen? Ich weiß nicht, da muss doch noch mehr passiert sein. Ich traue Melissa nicht zu, dass sie einfach die Puppe nach ihr wirft. Ich weiß es nicht wirklich. Vermutlich hat sie einfach eine schlechte Kinderstube. Ich habe wirklich nichts getan, um sie zu provozieren. Ja klar, du auf deiner Wolke machst ja auch nie irgendwas. Ich habe sie nur gefragt, wer diese schöne Puppe gemacht hat, die sie da hatte. Das war alles? Ja, das war alles. Ich habe nichts gesagt, was in irgendeiner Form boshaft oder unhöflich war. Deshalb war ich ja auch so überrascht. Von einem Kind bin ich noch nie so behandelt worden. Noch nie, ja? Sie mögen Kinder? Wie meinen Sie das? Kinder, Sie mögen sie, oder? Aber natürlich, solange sie gut erzogen sind. Oh Gott. Oh, ja. Schon klar. Was bitte ist klar? Ich mag dich nicht. Ich mag dich wirklich nicht. Das Kind hat sie ganz einfach durchschaut. Was meinen Sie damit? Sie hat sich von ihrer Schau einfach nicht täuschen lassen. Und das ist ein Grund, eine Puppe nach mir zu werfen? Was für ein schreckliches Kind. Nein, du bist ein schrecklicher Mensch. Überheblich, auf deiner Wolke sitzend, immer so tun, nett und höflich tun und ja. Oh, ich mag dich einfach nicht. Scheinheilige. Mr. Karl 1, Sie sind ein Barbar und ein schlecht erzogener noch dazu. Gut, im Braun rauscht Iris von dann. Wenigstens kann ich jetzt was essen. Ich habe kein Problem damit, dass sie mich nicht mag, ganz ehrlich. Ich mag sie ja genauso wenig. So, in der Mitte soll ein Tisch frei sein. Ich schaue gerade noch, was wir denn noch so finden, weil wir suchen ja auch eigentlich noch nach Sternenaufklebern. Auf dem Tisch steht ein Schildchen, reserviert, steht darauf. Der Tisch ist ordentlich abgewischt. Eine Flasche Wein. Wein, mein Kind, Wein. Ein Holzstuhl, keine Spur interessanter als die anderen hier. Ein Holzstuhl, splittert garantiert wie verrückt. Ja, da freut man sich ja schon drauf, sich auf seinen zu setzen, seinen splitternden Stuhl. Und da liegt die Puppe noch. Die können wir ja wieder hochbringen eigentlich. Etwas liegt auf dem Stuhl. Na nun, das ist doch... Ich finde eine Puppe, die auch ein Engel ist. Es wiederholen sich so ein paar Dinge sehr oft. Das ist sie also. Das ist die Puppe, von der Iris geredet hat. Melissa hat sie wohl hier vergessen. Schätze, ich werde sie ihr gleich oben vorbeibringen. Das sollte ich mir besser aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Das muss ich dir nicht aufschreiben, du machst das ja sowieso gleich. Auf dem Tisch steht noch Geschirr herum. Machen wir das dann noch bevor wir essen? Ich werde mich jetzt umschauen und bringe dann die Puppe hoch. Okay.
Oder ich mache es auch nicht jetzt. Ich setze mich an einen Tisch in der Mitte des Restaurants. Man gewöhnt sich ja daran, zu den unmöglichsten Zeiten zu essen. Aber so früh habe ich wirklich schon lange nicht mehr zu Abend gegessen. Zwischen 18 und 19 Uhr ist eigentlich nicht früh für Abendessen. Für mich eigentlich eine normale Abendessenszeit. Tut mir leid, wenn es etwas länger gedauert hat. Immer viel zu tun, Sie wissen ja. Hier kommt endlich Ihr Steak, Mr. Heiß. Heiß. Mr. Heinz. Mr. Karl-Heinz. Mit Bratkartoffeln und Spiegelei, korrekt? Oh. Jetzt habe ich auch Hunger. Nice, es sieht gut aus. Das Steak ist nur mit Salz, Pfeffer und meiner selbstgemachten Knoblauchbutter. Riecht gut, oder? Sagen Sie nur nichts Falsches. Auf jeden Fall. Dann mal guten Appetit. Rosa stellt mein Essen auf den Tisch und verschwindet. Ein riesiger Teller steht auf dem Tisch. Er ist voll mit Essen. Es sieht alles sehr gut aus. Riecht köstlich. Ich könnte jetzt auch was gebrauchen. So ein richtig leckeres Steak wäre mal wieder was. Oh, das war fantastisch. Wir sind fertig. Wie bitte? Ich würde jetzt abräumen, wenn es Ihnen recht ist. Es ist Ihnen doch recht, oder? Na, sehen Sie sich das an. Alles aufgegessen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt mal ehrlich, mir ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn ich Leute beurteilen, ob ich nun aufgegessen habe und wie es mir geschmeckt hat. Also wenn der Koch direkt dann da ist und sagt, oh, du hast dir leer gemacht, das hat dir offenbar gefallen. Ich finde das irgendwie so, frag mich nicht. Mir ist das dann unangenehm. Herzlichen Dank, es war wirklich fantastisch. Wunderbar, es freut mich immer, wenn es den Gästen schmeckt. Das Dessert spendiert übrigens das Schiff persönlich. Als Entschädigung für die Verwechslung der Pakete. Oh, was ist das? Auch eine Spezialität unseres Hauses, unser berühmter Teekuchen. Hört sich fantastisch an. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Kein Grund, sich beim Essen zu hetzen. Rosa lässt den Kuchen auf dem Tisch und geht weg. Gut aussehen tut der Kuchen hier. Mr. Karl-Heinz? Hm? Oh, nicht der. Oh, Summer, ich wette, er will auch ein Stück von meinem Kuchen. Okay, was genau Summer von uns möchte, der alte Kriminalautor, erfahren wir dann wohl in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir den Fall des Bradley mehr beleuchten und endlich in Zimmer 217 einsteigen mit Louis' Hilfe. Und ich bin so gespannt, warum die drei Zimmer nicht vermietet werden. Es muss ja irgendeinen Grund haben. Und ich will wissen, ob meine schlimme Vermutung mit der Mutter von Melissa richtig ist. Ich hoffe, dass wir das alles ganz, ganz bald erfahren. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Hoffentlich mit einer bisschen mehr Erleuchtung. Bis dann. Ciao.